Ich meine, wir haben jetzt 7 Monate oder so drauf gewartet. Das ist ja sowieso falsch. Das Cleaning wurde nicht gemacht. Da unten ist, glaube ich, auch schon was gesprungen. Hier ist ein Riesenkratzer auf der Rückseite. Hier ist auch was in der Verpackung. Alter, sag mal, sind die kaputt oder was? Was haben die denn da gemacht? Alter, ich raste gleich aus, Alter. Hier ist Dreck. Hier ist ein Kratzer drin. Hier über die ganze Seite ist ein Kratzer drin. Hier unten ist die Folie kaputt. Hier ist Dreck drin. Hier ist ein Korn drin. Meine zweite Submission von VGA ist zurück. Wir packen heute den ersten Teil aus. Let's go. So Leute, los geht's. Wir schauen uns die ersten Spiele an. Vielen Dank nochmal an Matthias, der das alles übernommen hat. Es war jetzt nicht alles Gold, was glänzt. Das werdet ihr auch bemerken gleich, wenn ich da durch die ganzen Spiele gehe und euch das zeige. Das liegt aber nicht an uns sozusagen, die das versendet haben, sondern an VGA. Und wir gucken uns einfach mal das erste Spiel an. Und das ist Max Payne. In einer 85 Near Mint. Ich würde das gleich mal auspacken und wir gucken es uns mal im Detail an, weil dann kann ich euch noch ein kleines Detail zeigen, was nicht passt. Let's go. So Leute, da haben wir das Spiel Max Payne 3, PS3. In der Austrian heißt das wahrscheinlich Schweizer Version. Ist das eine Klammer? Das sieht aus wie eine kaputte Klammer. Seht ihr das da? Und dann J und dann Version. Weil das sollte ja eigentlich eine richtige Klammer sein. Das sieht aus wie ein umgedrehtes J. So, was noch nicht passt, Freunde, ich zeig's euch mal. Hier, der Aufkleber. Ich habe ein Cleaning dazu gebucht. Also jedes Spiel, was eine Folie hat, hat von mir ein Cleaning, habe ich dazu gebucht, damit halt sowas entfernt wird und damit die Folie nochmal sauber gemacht wird. Wir gucken nochmal von der Seite her. Okay, hier ist auch Dreck. Hier, seht ihr das? Also ich weiß nicht, wo es ist. Es kann sein, dass es an diesen Haltern ist. Aber ich gehe mal eher davon aus, dass das auf der Folie ist, oder? Und das sieht mir nicht aus wie ein Kratzer oder so. Das sieht aus wie Dreck. Ich habe die natürlich nicht vorher gereinigt, ne? Ich habe die zum Graden hingeschickt und habe dazu ein Grading gebucht und natürlich das Archival. Ihr müsst bedenken, so ein Grading bei VGA kostet aktuell 90 Dollar, 20 Euro das, 20 Dollar das Archival und 10 Dollar das Cleaning. Und da gehe ich natürlich davon aus, dass die mir die Box sauber machen. So, wir gucken mal weiter. Alter, ist da ein Kratzer drauf? Ja, hier hat die Box einen Kratzer. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Also müssen wir mal gucken, ob wir es ins Licht bekommen. Ja, schwierig, ne? Auf jeden Fall ist hier ein Kratzer. Der war noch nicht. Und hier sehe ich gerade, da ist ein Staubkorn drin oder so. Auf jeden Fall ist da Dreck drin. Seht ihr das? Das Ding hier. Das ist, glaube ich, nicht auf der Folie. Also, das ist auf der, wenn dann auf der Folie. Aber ich habe doch ein Cleaning gebucht. Ich weiß nicht, ob die das ernst nehmen mit diesem Cleaning, ne? Weil ich zahle da, ich habe, glaube ich, wie viele Artikel hingeschickt? 13, 15. Und für fast jeden Artikel, sagen wir mal, für 9 Artikel ein Cleaning gebucht. Das sind 90 Dollar alleine. Und das finde ich schon ganz schön krass. So, also jetzt haben wir schon mal 2 Stellen, die wir festhalten. Das ist einmal das, der Dreck. Dann haben wir einmal den Kratzer, der hier über die ganze Breite geht. Wo ist er? Hier? Ich weiß nicht, kann man das wegmachen? Ist das nur Dreck? Nee, das ist ein Kratzer. Das hört man noch richtig. Hier unten ist auch Dreck, sehe ich gerade. Moment, ich muss mir das mal im Detail angucken. So, hier unten an der Folie ist auch Dreck. Das haben die auch nicht weggemacht. Das sieht man hier. Seht ihr das? Da ist auch Dreck. Also es kann sein, dass es auch ein Kratzer ist oder so. Aber ich bin davon ausgegangen. Ich sehe auch gerade, dass die Folie unten kaputt gegangen ist, Alter. Hier ist die Folie kaputt. Und die war hundertprozentig nicht kaputt, Alter. Die ist doch kaputt, oder? Ich glaube, da ist ein Riss drin. Also hier ist ein Riss drin in der Folie. Ich muss mir nochmal die Originalbilder angucken. Hier ist auch ein Kratzer drin, Alter. Hier oben. Das habe ich gar nicht gesehen. Seht ihr das? Ich meine, das muss sowieso nochmal zum... Das ist ja sowieso falsch. Also das Cleaning wurde nicht gemacht. Hier ist ein Kratzer drin. Hier über die ganze Seite ist ein Kratzer drin. Hier unten ist die Folie kaputt. Hier ist Dreck drin. Hier ist ein Korn drin. Also das Ding ist ja Vollgas. Ich muss mir nochmal die Bilder kurz angucken. Moment. Okay, Leute, im Dokument, da kann man das jetzt nicht mehr, kann man nicht so gut sehen. Auf jeden Fall. Ach nee, warte mal, guck mal hier oben. Das ist Kleber. Moment, ich hole mir mal ein Tuch. Okay, Leute, ich habe das jetzt mal wegpoliert. Das war von der Verpackung. Die haben ja da so einen Klebestreifen dran. Okay, ich zeige euch das Spiel jetzt trotzdem nochmal im Detail. Das mache ich ja immer so. Das ist auf jeden Fall die 85 Near Mint. Ich muss nochmal auf dem Handy gucken. Ist halt hier unten die Folie eingerissen. Das ist echt doof. Da müssen die nochmal auf jeden Fall, also wegen dem Aufkleber auf jeden Fall, müssen sie nochmal ran. Ne? Das geht natürlich gar nicht. Und hier drin sind natürlich auch hier zum Beispiel... Kann man das sehen? Da ist ein bisschen Dreck im Inneren. Das haben die, also ich meine, wir haben jetzt 7 Monate oder so drauf gewartet. Müsst doch mal reinziehen. 7 Monate, Alter. Da unten ist, glaube ich, auch schon was gesprungen. Hier. Es hört nicht auf, ne? Dieser Steg, da ist unten irgendwie ein Riss drin. Kann man schlecht sehen. Naja, auf jeden Fall ist hier ein Riss drin. Da werde ich wahrscheinlich nochmal ein paar Fotos machen und das alles auflisten, was da alles falsch ist und wo da Dreck ist und ob die überhaupt ein Cleaning gemacht haben und warum hier unten die Folie kaputt ist. Ich habe Fotos davon gemacht vom
vorm Versand habe ich die gemacht. Und da sah das, glaube ich, nicht so aus, weil das ist ja hier eingerissen. Wie kann das denn passieren, Alter? Naja, okay. Okay, dann gehen wir mal zur Detailansicht. Let's go. So, Freunde, weiter geht's mit dem zweiten Spiel und es ist auch wieder ein Max Payne 3 in einer 80+. Hier leider auch wieder Sticker-Probleme, ne? Soll ich das trotzdem? Ich wollte es eigentlich nicht auspacken, weil ich dachte mir, es geht sowieso wieder zurück. Man sieht auch hier, Alter, hier sind so viele Kratzer schon drauf. Also mich wundert es überhaupt nicht, dass das Ding da drunter, dass die Verpackung da trotzdem noch Kratzer bekommt, ne? Wundert mich überhaupt nicht, Alter. Also wenn dieses Polybag heißt das ja, wenn das schon so viele Kratzer hat, Alter, dann will ich gar nicht wissen, was da drunter ist. Ich würde es jetzt, glaube ich, trotzdem mal auspacken, um zu gucken, wo da noch Fehler sind. So, jetzt habe ich das hier schon eingerissen. Naja, ich pack's mal aus. Let's go. So, da sind wir wieder zurück und ich würde fast sagen, das sieht sozusagen auch besser aus. Vielleicht haben die auch die beiden Versionen vertauscht, weil hier unten ist zum Beispiel kein Fehler. Aber naja, also die Klebestellen sehen natürlich schon ein bisschen doof aus. Hinten haben wir wieder den Aufkleber drauf. Das sollte eigentlich auch nicht sein. Und hier so kleine Bläschen. Seht ihr das? Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei meinen anderen VGA-Games ist. Ist jetzt, glaube ich, nicht so ein Thema. Du hast hier überall diese Bläschen drin. Ne, das sind diese Klebestellen. Die kann man wahrscheinlich nicht vermeiden. Was schade ist, dieser Aufkleber, wenn der, glaube ich, nicht drin gewesen wäre. Also wenn das nicht gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch nie was gesagt. Ansonsten guck mir das immer noch im Detail an. Aber allgemein sieht die Verpackung eigentlich besser aus. Also im Allgemeinzustand würde ich jetzt sagen, als die 85, weil das ist ja nur eine 80+. Das verstehe ich nicht ganz, wieso sie die schlechter bewertet haben als die andere, die unten eingerissen ist. Ne? Also wir erinnern uns, die andere war hier unten eingerissen. Hier kann ich auch keine jetzt Kratzer sehen auf dem Case. Also das geht auf jeden Fall zurück, das müssen die korrigieren. Ich weiß nicht genau, wie die das machen oder die sagen, yo, wir geben die Kohle komplett zurück oder so. Weil nur fürs Cleaning das Geld zurückzubekommen, wäre ja Quatsch, weil ich wollte ja ein Cleaning haben. Ansonsten hätte ich das ja nicht graden lassen, ne? Das ist ja ganz logisch. Deswegen hoffe ich, dass die da uns entgegenkommen und irgendwas machen. Ja, hier unten hat natürlich die Verpackung so einen kleinen Ditch. Vielleicht ist es deswegen auch eine 80 geworden. Naja, gut. Die werde ich euch nicht nochmal im Detail zeigen, weil das ja nur die 80 ist und die wollte ich ja eigentlich auch gar nicht auspacken. Ich wollte nur mal gucken, ob hier irgendwelche Fehler sind im Case oder so. Also klar, das Case sieht sowieso nicht gut aus. Du hast hier überall ein paar Fehler. Das ist nicht hundertprozentig perfekt. Also das könnten auch Reste sein, aber ich kriege das hier nicht weg. Also bin auch nicht dazu jetzt abgesandt, dass ich das komplette Case nochmal nachpoliere oder so. Denn ich bin ja der Kunde und naja, mal gucken, wie die Amis damit umgehen. Das ist auf jeden Fall das zweite Spiel, was ich habe und ich laber natürlich schon eine ganze Zeit und es kommen noch einige Spiele. Deswegen wird das auch ein Zweiteiler, Freunde. Deswegen lasst direkt ein Abo da, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich habe auch schon andere Unboxings gemacht, beziehungsweise genau von VGA und so. Ist das normal, dass das hier unten so, dass man dann da meinen Fingernagel reindrücken kann? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn das normal ist. Hier unten, ich glaube, hier oben ist das auch so. Kann sein, dass Lüftungsschlitze sind, aber ich glaube, die haben nur hier hinten Lüftungsschlitze. Deswegen kann man hier so ein bisschen eindrücken. Ne? Das kann man so, das ist da hinten nicht verklebt. Für die Luftzirkulation oder wie das heißt. Zirkulation. So, jetzt aber. Alright, gut. Dann haben wir das. Max Payne 3 geht wieder zurück, beziehungsweise müssen die halt fixen. Ah, hier sieht man auch einen kleinen Kratzer, der hier einmal runtergeht. Deswegen wahrscheinlich nur eine 80. Ich hätte das behalten. Ich sag's euch ganz ehrlich, wenn hier nicht der Aufkleber drauf wäre, dann hätte ich da nichts gesagt. Es ist das Archival ist drauf. Ob sie jetzt ein Cleaning gemacht haben, kann ich nicht sagen. Ich war nicht vor Ort dabei. Gehen wir mal zum nächsten. Alright, Leute, weiter geht's mit dem nächsten Spiel. Es ist ein Rock Band 3 von 2010. Blu-ray Disc Game. Ich weiß gar nicht, warum da MTV Games drauf steht. Das ist doch eigentlich von Harmonix. Harmonix, die sind eigentlich der, oder von EA Games, kann man natürlich auch sehen. Ich weiß nicht, warum MTV Games. Ist das so? Naja, du hast hier verschiedene, aber der Hauptcreator, würde ich jetzt mal sagen, ist Harmonix. Deswegen verstehe ich das nicht. Ich weiß nicht, ob man das als Labelfehler sehen kann. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, eine komplette Submission zurückzuschicken, weil es ist wirklich noch mehr. Es gibt wirklich noch mehr Probleme. Ich packe das mal schnell aus und dann gucken wir uns das mal im Detail an. Let's go. Alright, Leute. Ich sehe es direkt. Oh Gott, ich kann kotzen, ey. Hier ist ein Riesenkratzer auf der Rückseite. Hier einmal...
einmal hier durch. Ich weiß nicht warum, Alter. Es ist so schade. Es ist so schade. Also hier ist ein Kratzer. Kann man den sehen? Ansonsten müsste ich die nochmal extra fotografieren, die ganzen Sachen. Ah, boy. Naja, eins meiner Lieblingsspiele. Ich bin ja ein Rhythmus-Spiele-Fan. Und ja, also mit der 80 bin ich auch zufrieden. Archival passt auch. Es ist, ja, 2010 dürfte passen. Ich glaube, das war 2010, wo es rausgekommen ist. Bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, Rock Band 4 ist ein bisschen später gekommen. Hier ist auch was in der Verpackung. Alter, sag mal, sind die kaputt oder was? Was haben die denn da gemacht? Also wenn die unter Zeitdruck sind, dann muss ich mir ja trotzdem ein bisschen Zeit lassen. Man kann natürlich das eine oder andere verzeihen, aber sowas, was man direkt sieht, oh boy. Naja, auf jeden Fall ist direkt ein Kratzer hier drauf. Nur nochmal zum Verständnis, ne? Das Ding kostet $130 so, ne? Zum Graden. $130 kostet das und da gehe ich natürlich davon aus, dass das ordentlich gemacht wird. Gut, da war schon eine kleine Macke drauf. Ich kann hier auch nicht nachvollziehen, ob da ein Cleaning gemacht worden ist, ne? Also ich müsste jetzt sozusagen die komplette Verpackung mal durchgehen. Eigentlich müsste man da irgendwas drauf machen. Eigentlich müsste man irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, so ein Staubkorn oder so mit drauflegen. Also irgendwie so ein bisschen so festkleben, vielleicht mal ein bisschen Spuck oder so. Damit man sieht, ob die das gereinigt haben, Alter. Bei mir kommt so vor, als wenn die da einmal rübergegangen sind mit dem, keine Ahnung, mit dem Föhn oder was, das einmal abgepustet haben und dann die $10 eingestrichen haben. Weil ich erwarte mir natürlich von einem Cleaning, ich meine, klar, das ist jetzt schon ein bisschen älter, man hat hier unten ein paar Stellen an der Folie, hier haben wir eine Stelle, das ist alles okay, ne? Die 80 ist für mich auch super. Aber was ich halt nicht okay finde, ist, dass du halt solche Sachen hier drin hast, ne? Sowas hier. Ja. Und das ist nicht außen, ne? Ich kann es nicht abputzen. Das ist drinnen. Und das ist halt ein Problem. Könnte ich drüber hinwegsehen, wäre hier nicht dieser krasse Kratzer. Wo war der nochmal? War der auf der Vorderseite? Ich glaube, auf der Rückseite war der. Hier geht der einmal durch, der Kratzer. Das ist natürlich mega dumm. Also da müssen wir mal gucken, ob wir das auch berichtigen können. Und natürlich, es ist nicht von MTV Games, es ist von Harmonix. Das ist von Harmonix, Freunde. Also wenn ihr das Spiel anmacht, dann seht ihr auch direkt Harmonix, das sind die Leute, die das entwickelt haben. Deswegen hätte ich mir auch gedacht, dass da Harmonix steht. Ich kann noch mal im Internet gucken, was bei anderen Spielen steht. Ich gucke da gleich noch mal. Moment. So, Leute, ich habe jetzt noch mal geguckt und ich habe ein anderes Spiel gesehen in einem Discord, was mal jemand gepostet hat und stimmt wirklich, da steht MTV Games. Deswegen denke ich mal, dass das richtig ist. Ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass da Harmonix steht, aber weil sonst könnte ja auch hier EA stehen, ne? Weil hier unten hast du ja noch EA und Harmonix steht halt ganz vorne. Ich weiß jetzt nicht, ich könnte noch mal gucken, ob ich da noch was anderes finde. Da müsste ich mal ein bisschen recherchieren. Genau. Ansonsten bin ich damit eigentlich zufrieden. Also wäre nicht der Kratzer auf der Rückseite. Alter, ich kraste gleich aus, Alter. Ist da noch ein Staubkorn drin? Alter, ich glaube, die haben wir kein Cleaning gemacht. Guck mal hier. Da bei dem D und bei dem da in der Mitte. Da ist Dreck drin. Da sind die bescheuert. Also entweder ist das Staub oder das ist auf der Folie. Und wenn es auf der Folie ist, dann haben sie kein Cleaning gemacht. Also ich raste gleich aus, ohne Witz. Ich habe doch ein Cleaning extra gebucht. Also ich habe doch extra ein Cleaning gebucht. Also hier auf jeden Fall nochmal für, da müsste ich nochmal mit einer Lupe ran oder so. Das finde ich auch nicht gut. Also da, ich weiß nicht, wie viel Spiele ich zurückschicken soll. Wahrscheinlich alle. Nee, das geht natürlich nicht. Und ich gehe mal davon aus, dass das wirklich auf der Folie drauf ist und dass du mit dem Cleaning das entfernen könntest. Das ist sozusagen so ein, das ist doch nicht vom Original Rockband Logo, Alter. Warte mal, ich guck nochmal. So, Freunde, ich habe jetzt nochmal hier eine andere Version geholt und da ist das nicht. Also wenn man das hier vergleicht, das ist natürlich jetzt eine andere Version, das ist die USK-Version. Da ist auch nur ein USK-Logo da drauf und das andere. Das ist die UK-Version, die eine hier, und das ist halt die internationale, sage ich jetzt mal. Das ist halt das, was ich damals im Bundle gekauft habe. Und hier ist das halt nicht. Obwohl die jetzt nicht gecleant ist, die Verpackung, kann ich jetzt sagen, dass hier beim D das dann nicht ist. Ne? Das sieht man hier halt. Das ist das, da ist Dreck, hier ist Dreck. Und das möchte ich natürlich weghaben vom Cleaning. Ich meine, was verstehen die unter Cleaning? Ich meine, einmal rüberpusten, dann brauche ich kein Cleaning, ne? Genau. Habe ich nochmal als Vergleich geholt. Alright, ich zeige euch das trotzdem nochmal im Detail, auch wenn das jetzt alles nicht so ist, wie man sich das vorstellen würde. Man könnte natürlich drüber hinwegsehen, aber ich glaube, dass mit diesem Kratzer hier hinten, der hier wirklich rüber geht, trotz Polybag, wir können nochmal das Polybag holen. So, hier ist das Polybag. Sieht man da so einen Kratzer? Warte mal, das ist, glaube ich, immer vorne, ne? Der hier. Das müssen die schon beim Einpacken gemacht haben, Alter. Ich sehe hier jetzt keinen Kratzer. Hier ist er. Hier ist was. Ist das der? Moment. Nee, das ist der nicht. Das muss beim vorm Einpacken passiert sein. Weil wenn ich mir das Polybag angucke, dann sehe ich hier keinen Kratzer. Weil hier ist ja auch eine... Das wäre ja dann so drüber. Hier sehe ich auch nichts. Und wenn hier ein Kratzer entsteht, na dann guten Morgen, Alter. Ne? Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich gucke nochmal andere Seite, um sicher zu gehen, dass hier auch nichts ist. Also hier ist gar nichts. Also hier sind Haufen Kratzer drauf.
aus dieser Folie. Aber hier rüber, der geht ja so wirklich. Also da können wir mit Photoshop gerne nochmal rangehen und dann Vergleich liefern, wenn die den haben wollen. Aber das geht gar nicht, ne? Dass da so ein Kratzer entsteht. Und der Kratzer, der ist definitiv, der kommt von denen. Ich kann nochmal gucken. Das ist kein Dreck. Also wenn ich hier rüber gehe, dann merke ich natürlich diesen kleinen Spalt, der, was weiß ich, 0,1 Millimeter ist oder was. Genau. Also was haben wir jetzt festgestellt hier an dem? Hier ist Dreck. Hier steht MTV Games. Da sollte eigentlich, glaube ich, Harmonix stehen, obwohl ich gerade ein Spiel gefunden habe, wo auch MTV Games draufsteht. Hier ist, glaube ich, hier ist auch Dreck. Hier, das hier. Hier ist Dreck. Es wurde kein Cleaning gemacht. Hier ist ein Rest vergessen worden. Darüber hätte ich hinwegsehen können, wenn das Cleaning richtig gemacht worden wäre. Ich glaube, hier hinten auf der Verpackung sind auch diese kleinen, es sind wie so, weiß nicht, ob man Farbspritzer dazu sagen könnte. Auf jeden Fall ist da Dreck drauf, weil ich habe das vorher nicht gecleant, das Spiel. Deswegen nehme ich ja diesen Service in Anspruch und der wurde ja nicht gemacht. Okay, wir gehen mal zum nächsten. Ne, wir gehen nicht zum nächsten Game. Ich zeige euch das jetzt nochmal im Detail. Let's go. So Leute, auf zum nächsten Game. A Plague Tale Requiem in der European Version in einer 85 plus Near Mint plus Archival wieder. Gut, dass es hier keine Aufkleber drauf waren, Freunde. Ansonsten hätte es hier wieder Terror gegeben. Ach du Scheiße, Alter. Ich will es gar nicht auspacken, Freunde. Aber wir packen es jetzt trotzdem mal aus, weil hier gibt es einen kleinen Fehler, der gemacht worden ist. Darüber würde ich aber hinwegsehen, wenn jetzt hier drin alles okay ist. Das ist wirklich ein niegelnagelneues Spiel gewesen aus der Collector's Edition. Ich erzähle euch das gleich nochmal. Ich pack's mal schnell aus. So, Freunde, da haben wir das. Spiel für die PS5. Ich glaube, das kam gar nicht für die PS4 raus. A Plague Tale Requiem. Alter, hier ist eine kleine Stelle. Ich weiß nicht, ob man das mit einem Cleaning wegbekommen könnte. Kann man das sehen? Hier so? Ich habe da natürlich auch ein Cleaning-Gebot für das Spiel. Oh boy, da ist auch schon wieder was. Warte mal, ich probiere das mal wegzupolieren. Krieg das leider nicht weg. Ja, 85 plus, Near Mint plus in der Gold. Hier ist auch schon wieder was auf dem Case. Hier ist auch schon wieder was. Also das könnte ich natürlich drüber hinwegsehen, aber das Case, das sollte eigentlich perfekt sein. Ist das im Case oder ist das auf der Folie? Kann ich nicht richtig erkennen, aber ich glaube auf dem Case. Auf jeden Fall haben wir hier ein Problem. Das ist ja wie eine Lagerspur auf dem PS3-Game, Alter. So sieht das aus hier. Rückseite ist soweit okay, so wie ich das hier feststellen konnte. Ich meine, na klar, du hast immer wieder die Klebestellen, aber die wirst du bei jedem Spiel haben. Das werden die wahrscheinlich auch nicht mehr fixen. Wir gucken nochmal hier, machen wir den obligatorischen Fingernagel. Ja, geht rein. Ich glaube, das ist ganz normal bei den Cases. Hatte ich ja vorhin bei einem anderen Spiel. Mit dem bin ich zufrieden. Aber, Freunde, jetzt kommt's. Es gibt davon noch eine Version. Die hole ich mal schnell. So, Leute, da bin ich wieder. Es gibt davon zwei Versionen. Ihr seht das hier. Ich habe mir damals die Collector's Edition gekauft und zusätzlich noch diese Version hier. Das ist halt, das reguläre Cover ist das hier. Und das ist das spezielle White Cover. Ich weiß nicht, ob die das wissen, aber das ist so, ich kann euch das mal einblenden. Ich blende das mal hier ein. Das ist ein Hinweis für die Collector's Edition, dass dieses Cover nur zur Collector's Edition mitgeliefert worden ist. Das heißt, dieses White Cover ist was ganz Spezielles und deswegen wollte ich das auch graden lassen. Und das haben die hier nicht mit reingeschrieben. Hier steht nur European Version. Ich weiß nicht, ich werde das nochmal als Hinweis mitgeben, weil ich muss ja wahrscheinlich eh alle Spiele mitschicken und hier sind halt Kratzer drauf, die auf dem Polybag wahrscheinlich nicht sind. Wir gucken gleich nochmal das Polybag an. Ich hole das mal. So. Also die Polybags, die sehen natürlich total beschissen aus. Ich weiß nicht, wie die Spiele verschicken. Ich habe die ja, die bekommt ja immer der Kollege. Aber wenn ich mir das so angucke, dann sieht das eigentlich... Klar, du hast hier Kratzer und so, aber gehen die denn nach innen, Alter? Also spürt man denn da was? Also die Folie ist ja eigentlich relativ dick, ne? Und deswegen sollte da ja eigentlich nichts passieren. Was ich jetzt halt hier sehe, könnte man drüber hinwegsehen, aber wenn du das ins Licht hältst und sagst, okay, das ist ein neues, dann hast du hier halt... Also wenn man rüber geht, merkt man das auch. Und das würde ich halt nicht erwarten. Und ich sehe da, glaube ich, auch kein Cleaning, weil hier ist, glaube ich, noch ein Fingerabdruck drauf. Hier. Also auf der Folie, wenn man das so ein bisschen gegens Licht hält, ist da natürlich, sind da noch ein paar Reste, Staubreste oder so. Also nicht gut, sage ich jetzt mal. Nicht gut verarbeitet, also was heißt verarbeitet, innen drin. Nicht staubfrei komplett. Würde ich aber, ja, würde ich vielleicht erstmal drüber hinwegsehen, aber mich stört das halt, dass schon wieder hier auf dem Case was ist, ne? Naja, gut, ansonsten... Das erste Spiel, wo ich mal hundertprozentig, okay, hundertprozentig ist ein bisschen übertrieben, sagen wir mal 90%
ist ja nicht mal eine 90 geworden, aber naja, ihr wisst schon, was ich meine. Wo ich 90% mit zufrieden bin. Wie gesagt, hier sieht man nochmal das Cover, was ihr so im Laden bekommt und keine Ahnung, Amazon, schlag mich tot. Und das andere ist wirklich das Exklusive. Das ist das exklusive White Cover. Das kriegst du wirklich, das ist was ganz Besonderes, was ganz Seltenes und das bekommst du eigentlich nicht so. Da musst du die Collector's Edition gekauft haben. Ich weiß nicht, ob man das Spiel auch so im Store bekommen hat von Focus Entertainment. Wenigstens der Titel richtig. A Plague Tale Requiem ist auch richtig, so wie es aussieht. Die European Version dürfte auch passen, weil hier mehrsprachig hinten drauf ist. Ich bin ja da auch kein Pro, das sage ich ja immer wieder, aber naja. Gut, wir schauen uns das jetzt nochmal im Detail an. Let's go. So, Freunde, wir kommen zum nächsten Objekt der Begierde. Da kommen wir einmal zum, tada, 2009 Activision Nintendo DS Guitar Hero on Tour Modern Hits. Das ist für ein DS. Ich habe natürlich kein DS, aber ich dachte mir, wer mich verfolgt, der weiß ja, dass ich Rockband Spiele mag und Guitar Hero und die ganzen Rhythmusspiele. Und das habe ich auf eBay günstig bekommen und habe ich mir gedacht, okay, schicke ich mal mit. Der Hintergrund, dass es jetzt eine 80 Near Mint ist, ist wahrscheinlich, dass es nochmal extra eingepackt war. Das heißt, die haben uns damals angeschrieben und haben gesagt, yo, das wird wahrscheinlich nur ein Qualified, weil da ist eine Folie drum, das ist nicht original verpackt. Die wollten das eigentlich komplett aufmachen, das heißt dieses Seal hier auch entfernen. Haben sie nicht gemacht, wahrscheinlich war es ein Fehler. Deswegen würde ich dazu auch nichts mehr so groß sagen. Auch wenn das Case jetzt einen Fehler hat vielleicht. Auf jeden Fall, genau, wollten die das eigentlich als Qualified machen, komplett auspacken, haben sie nicht gemacht. Das kommt mir natürlich zugute. Ich packe das jetzt erstmal aus und dann gucken wir uns das nochmal im Detail an. So, Freunde, hier muss ich gleich mal sagen, dass das Polybag wirklich fast unbeschadet ist. Also, wenn ich mir die Game-Polybags angucke, dann sind die so verkratzt, Alter, wie Sau. Aber das hier von dem ist wirklich sehr gut. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass hier auch nichts irgendwie ein Problem sein sollte. Damit bin ich eigentlich zufrieden. Wie gesagt, Nintendo DS. Ich bin jetzt kein Nintendo DS-Sammler, aber ich bin halt ein Rockband- und Guitar Hero-Fan und deswegen wollte ich das haben. Davon gibt es noch eine andere Version. Vielleicht besorge ich mir die auch noch und schicke die irgendwann mal mit. Da bin ich zufrieden. Das passt. Das stelle ich mir auch so hin. Also, wie gesagt, in meine Rockband-Collection, die jetzt natürlich immer weiter wächst. In die Guitar Hero-Collection meine ich natürlich, die immer weiter wächst. Von dem her, alles super. Bin ich zufrieden und ja, Abfahrt. Zeige ich euch nochmal im Detail. Let's go. So, Freunde, und dann kommen wir zum letzten Spiel dieses Videos. Das ist die PS4-Version von GTA The Trilogy in einer 90 Near Mint Plus. MT weiß ich nicht, was das bedeutet. Natürlich wieder ein Achievel. Das Achievel ist nicht ganz in der Mitte, aber das stört mich jetzt nicht. Genau, 2021 Rockstar Games, PlayStation 4, Blu-ray Disc. Das packen wir mal aus. Hier muss ich sagen, von Poly Back her ist das auch gut, ne? Also nicht viele Kratzer, wir packen es einfach mal aus. So, Freunde, da ist es. Das ist sehr gut geworden. 90 Gold, das freut mich, dass das eine 90 Gold geworden ist. Hätte ich gar nicht gedacht, weil ich hätte echt gedacht, das wird vielleicht eine 85 oder eine 80. Das habe ich mir damals geholt zum Spielen eigentlich, aber ich bin nie dazu gekommen und dann war ein Angebot im Store und ihr wisst ja, wie es ist, ja, zu faul zum Aufstehen und die Disc einzulegen. Holt man sich einfach nochmal digital im Angebot. Das ist ja damals auch nicht so durch die Decke gegangen, muss man ganz ehrlich sagen. Das war ja eher so ein Ladenhüter. Es sieht ganz gut aus. Hier unten, das sind Lüftungsschlitze, glaube ich. Das ist die Verarbeitung. Also da, das ist wahrscheinlich ganz normal. Genau, ansonsten, ich gucke mir jetzt nochmal im Detail die Hülle an. Also die, wie nennt man das dann hier? Das Case auf jeden Fall. Guck mal hier. Was haben wir denn da? Dreck. Ich weiß nicht, was bei den Leuten los ist, Alter. Da ist Dreck drin. Hierfür habe ich ein Cleaning gebucht. Wurde wohl nicht gemacht. Also ich habe da nicht irgendwie, keine Ahnung, meinen Pudding drauf geschmiert oder so. Aber hier ist auf jeden Fall Dreck drauf. Das sieht aus wie so ein bisschen wie Restpappe oder jemand hat seinen Popel darauf geschmiert. Auf jeden Fall sieht man, ja, jetzt sieht man es gut, ne? Hier.
Das ist Dreck und der sollte da nicht drin sein. Und der wird da auch nicht reinkommen, wenn du hier ein bisschen das Ding hin und her ziehst. Ist auch witzig, diese Kante sieht ganz anders aus. Die ist ganz anders geschnitten. Ja, Rückkante ist mir jetzt auch egal. Hier ist auch ein bisschen Dreck drin, hinten am Case, am Kleber, Sticker, Dings. Ja, ansonsten schön, aber ich weiß nicht, entweder wieder kein Cleaning gemacht. Ich meine, das ist natürlich ein neues Spiel, aber lasse jedes Spiel clean. Das kostet einen 10er extra. Mein Gott, ich rauche ja sowieso nicht mehr. Bis jetzt erstmal okay. Bis hier hinten auf den Dreck. Ich könnte jetzt nochmal im Detail rübergehen und gucken, ob da noch mehr Dreck drin ist. Das kann natürlich sein, wenn die kein Cleaning gemacht haben. Ein bisschen Dreck kann beim Verpacken entstehen. Also wenn ich das sozusagen verpacke in diese Knisterfolie, das kann immer mal passieren. Aber sowas sollte nicht passieren. Das sollten die nochmal checken. Die haben doch Lupen da. Ich meine, die prüfen noch jede Folie, ob das resealed ist, ob das echt ist und so weiter. Ihr wisst ja Bescheid, ne? Aber sowas? Alter, das kannst du mir doch nicht erzählen, dass sowas passiert. Naja, gut, wir schauen uns das Spiel nochmal im Detail an. Hier ist auch wieder ein kleiner Fehler, wie gesagt, aber nicht vom Label her oder so oder von Archival, sondern hier ist Dreck drin, der hier nicht drin sein sollte und deswegen werde ich das natürlich auch beanstanden. Ne? Auch wenn es nur eine kleine Sache ist, Freunde, das Grading kostet mich $130. Müsst ihr euch überlegen, ne? $130 kostet das. Und genau, und dafür erwarte ich natürlich wirklich Perfektion. Ne? Das muss man einfach so sagen. Alright, schauen wir uns das im Detail an. Let's go. So Leute, damit würde ich sagen, das war's für dieses Video. Das war Teil 1 meiner zweiten VGA-Submission. Schaltet gerne zum nächsten Teil ein, der demnächst auch auf meinem Kanal kommt. Deswegen nicht vergessen, abonnieren, Glocke an, ihr wisst Bescheid. Schaut doch gerne mal auf meinem Twitch-Kanal vorbei, da bin ich regelmäßig online. Meistens am Dienstag und Donnerstag ab 19 Uhr. Wenn ihr Bock habt, kommt gerne mal vorbei. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.